Ja, wann kommt das Buch raus? Ja, also ich habe es jetzt beim Verlag abgegeben und keine Ahnung, wie schnell die jetzt sind. Also ich denke mal, dass sie ein Interesse daran haben, dass das zu Ostern rauskommt. Und ja, also gehe ich mal von aus, dass es Ostern raus ist. So, was haben wir denn hier für schöne Emojis? Die sehen immer schön aus. Um Stufe 1 abzuschließen, müssen Supporter zusammen 4 Abos oder 1600 Bits beitragen. Nice. Okay, vielleicht kommen ja noch ein paar zusammen jetzt hier. Dann kriegen wir alle schöne Emojis geschenkt hier. Das ist schon echt witzig hier. Habe heute über einen Kumpel erfahren, dass in deren Freundeskreis über deine Lehren gesprochen wird, unabhängig von meiner Mundpropaganda. Ja, sehr schön. Sehr schön. So. Genau, also Pickup Artist. Ja, weiß nicht, wenn da auch schon mal jemand von euch mit zu tun gehabt hat. Also ich sage ja immer, es gibt drei Skillsets, die man braucht in einer Beziehung. Das ist Pickup, Dating und Beziehung so, ne? Und das hat immer so einen schlechten Ruf, also teilweise auch zu Recht. Aber letztlich braucht es jeder. Also jeder, der in Beziehung geht, braucht auch Pickup-Skills, ne? Also wenn man so will. Haben noch einen. Noch jemand hier. 2 Minuten noch, dann gibt es schöne Emojis. Wir brauchen alle diese Skills, also auch jemand, der auf einer Datingbörse ist, wenn man so will, kann man sagen, braucht man Pickup-Skills, ne? Also wie schreibt man jemanden so an, dass der zurückschreibt und dass man in die nächste Phase übergeht, was die Datingphase ist, logischerweise so, ne? Und das sind drei völlig unterschiedliche Skillsets, ne? Und es gibt Leute, die sind gut in einer Beziehung, sind aber nicht gut im Dating. Es gibt Leute, die sind gut im Pickup, aber sind nicht gut im Dating oder in einer Beziehung. Also sind drei völlig unterschiedliche Skillsets. Und ich rede ja oft über Dating und Beziehung, rede relativ wenig über Pickup, außer in den Datingkursen. So, 1 Minute noch hier. Haben wir noch schöne Abos, die abgeschlossen werden. Also Abo heißt immer nur, Abo, das ist immer nur für einen Monat, glaube ich. Subscriptions. Aber gut, bleiben wir erstmal dabei. Das heißt, es braucht drei verschiedene Skillsets und Pickup-Artists sind im Grunde genommen die, die sich vor allen Dingen fokussieren auf, auf Pickup halt so, ne? Also wenn du mal in der Fußgängerzone angesprochen wirst, so völlig cool, fast ein bisschen gelangweilt, genervt, und dann noch ein zweiter Mann irgendwie im Hintergrund stehst oder laufen noch andere rum, die auch Frauen ansprechen, dann weißt du, das sind so, Pickup-Artists. Ich habe das neulich mal beobachtet, wie ich unterwegs war, dass dann eine Frau angesprochen worden ist, also offensichtlich vom Pickup-Artist und die war dann, ach toll, und da muss man wirklich aufpassen, dass man da die nicht auf den Leim geht, sag ich mal, weil, also das, was so ein klassischer Pickup-Artist ist, also der vielleicht nicht so die besten Intentionen hat, das ist ein bisschen das Problem irgendwie, ne, der hat vielleicht nicht die besten Intentionen, der will, meist wollen die halt möglichst viele Frauen einfach ins Bett kriegen und gucken mit, wie weit kommen sie bei einer Frau und wie krass können sie die verführen in kürzester Zeit irgendwie, welche Tricks funktionieren am besten. Und das finde ich halt problematisch, dass halt die Intention eine ganz andere ist. Es ist nicht die Intention, ich möchte in eine respektvolle Beziehung kommen oder auch nur einen respektvollen Datingprozess, sondern es geht eigentlich nur darum, wie kann ich möglichst schnell mit dieser Frau, irgendwie intim werden. Und dann auch mit meinem Ego da einen drauf abfeiern, sag ich mal, ne? Und meine Kumpels, hier ist ein weiblicher Pickup-Artist. Ich wollte gerade sagen, hast du das nicht damals so gemacht? Ja, da kommen wir noch zu. Hype-Train kommt bestimmt noch einmal. Ja, genau, danke. Sind ja auch ein paar Twitch-Profis hier. Sehr gut. Geht es um diese Intention so, ne? Und ein paar Sachen sind eben auch sehr manipulativ, aber wenn man so will, könnte man sagen, ist auch zum Beispiel die Tür aufhalten und der Frau aus dem Mantel helfen, könnte man sagen, ist eine Pickup-Strategie so, ne? Wenn man es so sieht, so, ne? Aber wir wollen mal gucken, was das. Ich wollte das einfach mal spaßeshalber mal einfach mal eingeben ins Internet, was das so sagt dazu. So. Was kommt denn da so?
So, gucken wir doch mal an. 13 Zeichen, dass du mit einem Pickup-Artist zu tun hast, was da so steht. Habe jetzt vorher nicht angeguckt. Extra mal. So, sollte man Pickup-Artists meiden? Ja, hängt halt von der ab, ob jemand wirklich einfach nur, ja, irgendwo schnellen Erfolg haben will oder nicht. Ja, da war schon. Spricht dich auf einem öffentlichen Platz an. Ja, das würde ich tatsächlich auch sagen. Also nicht, dass es immer so ist, weil wenn es wirklich so die typische ist, halt so die Fußgängerzone, absolut. Schreibt auch gerne was dazu, ich komme da gleich nochmal zu. Oder im Einkaufszentrum bei oder Zara. Oder im Einkaufszentrum oder, ja genau, also in der Kinderabteilung, also zwar in der Kinderabteilung, ne? Ja. Also, aber das Üblichste ist wirklich Fußgängerzone. Nachtclub, ja, weiß ich nicht, weil Gott, da sprechen natürlich andere Sachen an, ne? Sex ist früh ein Thema, absolut, weil das geht ja darum, möglichst schnell, geht es ja auch ums Ego so, ne? Es teilt sich auffällig und erfolgreich. Das würde ich jetzt nicht unbedingt sagen. Ich habe Pickup-Artists gesehen, die sind rumgelaufen, der letzte Schlunz irgendwie. Das Nummer 6 stimmt auf jeden Fall. Das ist jetzt so eine richtig manipulative Strategie. Die geben immer nur so ein Kompliment, typischerweise. Am Anfang. Ja, und dann kommen gar keine Komplimente mehr, um die Frau da sozusagen zu manipulieren, dass sie, was ja gleich bei Punkt 7 kommt, dass sie dich investieren lässt, so, ne? Und es kommen dann eben, und da sind wir auch schon, da gibt es auch eine Schnittstelle so in Richtung Narzissmus, sag ich mal. Das stimmt tatsächlich auch hier, auf Komplimente folgen Erniedrigungen, ne? Dass man sich gleich, also man ist sozusagen, wenn man so will, hat man einen Blitzablauf von toxischem Dating, nämlich Lovebombing, und dann direkt, kommt man direkt nach 2 Minuten in die Kritikphase. Jetzt sage ich nicht, dass alle das so machen, überhaupt nicht. Aber das ist halt, wenn diese Intention jetzt irgendwie nicht so gut ist, ne? So, was haben wir noch? Aber das machen doch alle Pick-up-Künstler so, Künstler. Ja klar, die haben doch keine andere Intention. Da geht's darum... Ja, du hast ja was am Anfang nicht dabei. ständig kurze Berührung. Ja, würde ich auch sagen. Nägelsverhalten wird nicht akzeptiert. Ja, die Grenzen werden nicht akzeptiert. Er macht dir ein schlechtes Gewissen, würde ich auch sagen. So. Er findet immer neue Gründe. Ja, das ist wirklich ein guter Artikel. Finde ich richtig gut. Das einfache Begründen einer Bitte löst in vielen Menschen den Wunsch aus, dieser nachzukommen, egal wie dämlich die Begründung ist. Das ist ein guter Artikel. Er muss den Alpha markieren, ja, wobei das Alpha sein ist jetzt nicht schlecht für einen Mann, ne? Das kann man auch wieder nicht sagen, ne? Also Frauen wollen Alpha und ja. Er ist zu smooth, würde ich auch absolut sagen. Wenn jemand so total geleckt drüber kommt und überhaupt nicht nervös ist und ja, da denkt man vielleicht auch, ach wie cool, spricht mich endlich mal ein richtiger Mann an. Und dann ist es vielleicht ein Pickup-Artist, ne? Das kann durchaus sein. Muss noch einmal zu betonen, nicht alle Pickup-Artists sind schlechte Menschen und wollen Frauen unterdrücken. Es gibt durchaus Puas, die nach der Devise leben, dass Frauen so genauso sexuell sind wie Männer. Ja, das würde ich auch sagen. Also man kann nicht alle über einen Kamm scheren. Aber jetzt schaue ich erstmal, was ihr so geschrieben habt. Bin mal gespannt auf die Diskussion, die Fragen hier. Hab 2009 als 18-Jähriger angefangen mit Pickup. Ah, spannend. Weil es damals zum Thema Dating nichts wirklich Gutes gab. Ja, gebe ich dir absolut recht. Also vor 11 Jahren, naja, gab's gar nichts. Die ganze Szene und die Menschen haben ja auch eine wahnsinnige Entwicklung genommen und aus dem ganzen Kram sind durchaus gesunde Dating-Ratgeber entstanden. Ja, darauf wollte ich, finde ich super, was du schreibst, darauf wollte ich auch hinaus, weil bestimmte Sachen, die es da gibt, die sind durchaus, also Frauen würden jetzt nicht auf die Straße gehen und Pickup machen, aber es gibt auch Frauen, die wahrhaftige Pickup-Künstler sind, nur die laufen nicht in der Fußgängerzone rum, aber ich würde mal sagen, so viele Männer, die bei mir Klienten sind, die sind an Frauen geraten, die wirklich die extreme Pickup- und Dating-Künstler sind, aber eben auch nicht gut in der Beziehung so, ne? Und ja, da bin ich ja voll bei Conte Crusoe, ja, das machen halt also auch Männer, weil sie einfach verzweifelt sind und nicht wissen, oh, danke fürs Subscriben hier, weil sie einfach nicht wissen, okay, wie, ich habe keinen Erfolg,
was gibt es da über Erfolg? Und es gibt gute Bücher, wie ich finde, die wirklich so auf diese Polaritätsebene gehen, wie zum Beispiel Der Weg des wahren Mannes von Dada. Und es gibt die extremst frauenfeindlich sind und wo es halt wirklich nur darum geht, Manipulation und ja, die Frau eigentlich im Grunde genommen zu unterdrücken irgendwie. Und das ist natürlich gar nicht gut, ne? Aber tatsächlich gibt es das eine oder andere, was vielleicht auch ein Mann zumindest oder jetzt, wenn man es umdreht, vielleicht eine Frau auch nutzen würde im Dating, wenn es mit der richtigen Intention angewandt wird. Das ist halt immer die Intention, die entscheidend ist, so, ne? Habe ich mal kurz in das Thema Pickup eingelesen, weil ich finde, man verarscht nur die Frau ansprechen. Dadurch lernen ist okay, aber der Rest gefällt mir nicht. Ja, genau. Das ist auch wieder so eine Sache, dass man diese Ansprechangst lernt zu überwinden, die ja viele Männer quält. Und viele Frauen wollen ja auch gerne angesprochen werden. Und das ist für einen Mann halt auch so die Sache. Wie kann ich das jetzt lernen? Ob man das jetzt, also ich persönlich, ich habe das mal einen Vormittag ausprobiert, weil ich es einfach mal wissen wollte, wie es ist. Ich fand es tierisch anstrengend. Für mich ist das nichts. Also ich finde es schon cool, eine Frau anzusprechen, aber wenn man, ja, wenn man sich, weiß ich nicht, zumindest irgendein Warm-up hatte und wenn es ein kleiner Talk ist an der Kasse oder ich weiß nicht was oder auf einer irgendeiner Veranstaltung, aber jetzt so jemand aus dem Nichts anzusprechen, finde ich schwierig, weil ja auch, würdest du auch sagen, Aline, die Frau so eine Abwehrhaltung hat häufig, weil ne? Weil es ein Fremder ist. Ja. Weil er ja viel zu fremd ist. Mhm. Also zumindest, wenn man jemanden schon mal so den Abend über gesehen hat, kommt er einem nicht mehr so fremd. Ja, vor. Der Mann ist dann sehr fremd. Ja. Und, was wollte ich jetzt sagen? Ja. Also, nee, jetzt habe ich den Faden verloren, egal. Aber gut, dieses Ansprechen üben ist für Männer natürlich schon ein super Skill. Ach, das wollte ich sagen, selbst die tollsten Pickup-Artisten, da geht es halt über Masse auch so, ne? Ich meine, das ist, die haben halt die Nerven, da 50 Frauen anzusprechen. Und ich glaube, selbst die Besten haben, weiß nicht, korrigiert mich gern, aber haben vielleicht eine Erfolgsquote von 2-4%, selbst die sprechen dann x Frauen an, aber denen ist es halt egal irgendwie, ne? Weil es ihnen einfach überhaupt nichts mehr ausmacht, so, ne? Ich finde, es immer ein ganz bestimmter Typ, Mann, der Frauen einfach anlabert, mich nervt das. Ja, da habe ich ja auch schon was zugesagt. Oh, jetzt hatte ich schon so weit, ne? Ah, egal. Das habe ich auch mal in so einem YouTube-Video gesagt, glaube ich. Es gibt halt Frauen sind ja häufig sehr begeistert von den Männern, die sie ansprechen. Das sind nur häufig die 10% Bad Guys, ne? Weil die machen es halt, die sprechen ständig Frauen an, die machen das total sleek und smooth. Und es empfiehlt sich für Frauen meiner Ansicht nach, in die Männer zu investieren, die da vielleicht so ein bisschen, also die jetzt nicht so nie eine Frau ansprechen würden und dann nicht in ihrer Polarität sind, aber die so ein bisschen Anschub gebrauchen können durch noch ein bisschen mehr anlächeln, noch ein bisschen mehr um ihn rumlaufen und angucken und die dann eine Frau ansprechen, das ist vielleicht ein besseres Ziel so, ne? Ich habe mich auch als Frau vor 5 Jahren mit dem Thema Pickup beschäftigt, also einfach nur aus Neugier und um gewappnet zu sein. Habe mir auch mal einen Talk mit Puas und Feministin angesehen, spannend und polarisierend. Aber was haben die denn gesagt? Meine Tochter hat mir ja die Money Challenge zu Weihnachten geschenkt. Ich habe ihr gerade erzählt, dass wir heute einen Chat haben. Ich soll schöne Grüße bestellen. Ja, Gruß zurück. Hat sie schon was manifestiert? Hemschi, der Pickupper. Nein, aber es gibt Sachen, die man als Mann, als Frau lernen kann. Also nochmal über diese Pickup-Szene, die Pickup-Phase, da muss jeder durch, ne? Und wenn man da zum Beispiel als Mann jetzt mal ganz dumpf weiß, ja, wenn ich einer Frau an die Tür aufhalte, also wenn ich natürlich, wie gesagt, die Intention bestimmt, ist letztlich alles. Aber wenn ich jetzt weiß, ich suche eine Beziehung, ich finde die Frau toll, was mache ich denn jetzt? Ja, ich halte die Tür auf, ich helfe ihr aus dem Mantel, ich mache ein schönes Date mit ihr, ich laber sie nicht zu, ich rede nicht so viel. Das sind alles Pickup-Skills und das ist eine gute Sache irgendwo, ne? Es war natürlich irgendwie ernüchternd, weil ich wusste ja, was passiert und ich wusste auch genau, was jetzt kommt. Ich kannte ja aus diesen Videos schon all seine Tricks sozusagen.
Ja, aber ich war irgendwie, also für mich war es trotzdem eine witzige Situation, weil ich mich vorher mit meinen Freundinnen über ihn schon unterhalten habe und wir haben uns diese Videos angeguckt und in dem Moment, als er mich angesprochen hat, habe ich mich halt einfach total gefreut, dass ich dann danach meinen Freundinnen davon erzählen kann und dafür hat es sich schon gelohnt. Ja, und er hat das halt alles gemacht, ne? Also er hat, fing an mit irgendwie, wie war das nochmal, ja, du bist mir hier aufgefallen und ich du gefällst mir und ich wollte einfach mal Hallo sagen. Und dann fing er schon sofort an, meine Hand tatsächlich zu nehmen. Natürlich irgendwie total übergriffig. Also es war ein wildfremder Mann, der mich da irgendwie eine Sekunde lang gerade vor mir stand. Und dann habe ich gleich zu ihm gesagt, ja, ich weiß, brauchst gar nicht weitermachen. Ich kenne die Tricks schon. Ich weiß, jetzt nimmst du Körperkontakt auf. Und ich glaube, er hatte dann sogar in seinen Videos mal erzählt, dass er auf MILFs steht. Bin ich ja nun mal. Also weiß ich nicht. Ich weiß nicht, ob ich es bin, aber ich bin eine Mutter zumindest. Eine Mutter bin ich aber. Und dann habe ich gesagt, ja, warum hier in der Zara Kinderabteilung? Aber ach ja, habe ich irgendwie zu ihm gesagt, ja, ich weiß, du stehst ja auf MILFs, aber lass mal gut sein. Und bin dann irgendwie auch ganz schnell gegangen. Ja, und dann habe ich eine Sekunde danach, habe ich ganz schnell meine Freundinnen alle angerufen und habe denen davon erzählt. Und alle haben geschrien am Telefon und wir haben es noch monatelang darüber totgelacht. Das war echt total schräg. Er hat noch andere Sachen gesagt. Ich habe das auch schon wieder alles vergessen. Also es ist bestimmt schon so 2 Jahre her, aber es war total witzig. Hm. 2013, 2014 gab es in der Szene eine mega Entwicklung hin zu gesunden, authentischen Dating. Mark Mansons Buch Models war ja ein Wegweiser. Das ist so ein cooles Buch. Das ist richtig gut. Danke mal für den Hinweis. Habe ich total vergessen. Das kann ich wirklich empfehlen. Das ist echt ein interessanter Typ. Muss ich echt sagen. Das Buch habe ich auch gelesen. Das ist wirklich gut. Da geht es wirklich um Polarität. Das habe ich völlig vergessen. Super Buch über Polarität. Kann ich sehr empfehlen. Ja, NLP sind auch so. Also NLP ist eigentlich genau das gleiche Problem. NLP sind so ganz, ist ja eine Sammlung von so Sachen, die man so bestimmten Psychotherapeuten abgeguckt hat. Und ganz, also sehr starke Techniken. Nur die eben auch, wenn sie außerhalb von so einem therapeutischen Kontext manipulativ eingesetzt werden, auch sehr, aber sehr fragwürdig sind, aber da hilft immer das Bauchgefühl. Moment mal gerade, wollen Pickup-Partys eine feste Beziehung? Nee, eben nicht, und die sind häufig auch total schlechte Beziehungen. Das ist genau der Punkt, wo ich hinaus will. Man braucht eben alle Skills und die gelten als extrem schlechte Beziehungen, beziehungsweise wollen sie überhaupt gar nicht, weil sie die Skills halt eben wiederum nie geübt haben. So, ne? Das ist ja gerade so das Witzige, wenn man es denn witzig findet, so. Ich war 20 bis 25 in einer Männergruppe unterwegs und da ging es immer nur darum, wenn wir durch Lokale gezogen sind, wer schafft es, einen abzuschleppen. Das ist nicht Pickup. Nee, das ist wirklich nüchtern, morgens um 10 Uhr in der Fußgängerzone. Könnte man auch sagen, ist angewandte Wissenschaftswahrscheinlichkeitsrechnung. Ja, könnte man auch sagen. Gibt es auch online Puas? Nee, das würde ich nicht sagen. Das ist wirklich per Definition ist das, weil da geht es ganz viel um Körperkontakt und auch wie allein schon, wie hält man eine Frau an, wenn sie geht? Und nee, das ist eine Sache, die, was auch viele Männer vernachlässigen, dieses Dating im echten Leben. So, das ist ja eigentlich, also ich würde mal sagen, die Männer, die da Skills drauf haben, die haben super Chancen, eine gute Beziehung, also eine Beziehung zu finden. Also, weil das ist ja immer, das ist ein Alleinstellungsmerkmal für Männer, wenn sie das drauf haben, so, wenn sie eben nicht diesen Online-Weg gehen müssen, so, ne? Was jetzt nicht heißt, dass man da nicht sein darf auf den Börsen, ist klar. Diese Gillette-Werbung, weiß nicht, also die hat mich auch tierisch aufgeregt, über toxische Männlichkeit, die es natürlich gibt, wo dann gezeigt wird, wo ein Mann eine Frau anspricht und jemand anders ihn dann davon abhält und dann die Botschaft war, echte Männer sprechen Frauen nicht an, ey, ganz schlimm. Und ja, das sehe ich genauso, ne? Die Feministinnen waren der Pauschalisierung dieser Mann-Frau-Dynamik höchst abgestoßen, obwohl sie selber auch gern flirteten. Also was da manchmal so auch gesagt wird und was da wirklich gelebt wird, sage ich immer wieder, wenn man, ich will jetzt nicht auch wieder hier mit Anträgern mit dem Thema, aber also, egal. Am spannendsten war der dritte Mensch, das war jemand, der Höflichkeiten und Etiketten lehrte, unglaublich respektvoll. Ja, das, wie gesagt, das sind da, wenn man so will, auch Pickup-Skills, aber respektvoller so, ne? Ja, in der Mache. Der Buchtitel vom zweiten Buch, kann ich nochmal einblenden hier. Vom Opfer zum Gestalter.